Herr Professor Di Fabio, Sie haben im Frühjahr gesagt, sollten die Briten für den Brexit stimmen, bedürfte es intensiver Diskussionen, wie die EU auf ihre eigentlichen Funktionen zurückgeführt werden könne. Werden diese Diskussionen aus Ihrer Sicht im notwendigen Umfang geführt und was sind die eigentlichen Funktionen der EU? Die EU funktioniert über den Binnenmarkt, über die vier Grundfreiheiten und sie funktioniert natürlich auch als ein politischer Koordinationsraum für eine gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Ich glaube, wir müssen einiges rekonstruieren, was sich in der Vergangenheit falsch entwickelt hat. Wir haben Reformbedarf bei der Währungsunion, wir haben Reformbedarf beim Schengen- und Dublin-System, das teilweise nicht funktioniert hat, nicht nur im letzten Jahr nicht, sondern schon über einen längeren Zeitraum nicht. Und wir werden auch sehen müssen, dass die Europäische Union eine Ordnungspolitik betreibt, die die Wettbewerbspotenziale in allen Mitgliedstaaten fördert und nicht mit bürokratischen Auflagen behindert. Sie haben in einem Spiegelgespräch einmal betont, die Idee des Verfassungsstaates sei, dass die Politik über Gesetze, die klar und bestimmt sind, auf das Verhalten der Bürger einwirke. Wenn Sie unter diesem Aspekt das deutsche Steuerrecht betrachten, wird es diesem Anspruch gerecht oder ist es allein aufgrund seiner Komplexität inzwischen eigentlich verfassungswidrig? Die Politik scheut die Debatten über grundlegende Steuerreformen. Das ist mit erheblichen Problemen, um nicht zu sagen Verwerfungen, verbunden. Aber wir brauchen im Grunde genommen eine Reform, die vereinfacht. Das ist heute nicht ganz einfach. Die Steuerpolitik ist ein Standortfaktor. Die Ausgabenpolitik eines Staates hängt von der Sicherheit und Beständigkeit der Einnahmen ab. Aber wir müssen uns diese Aufgabe als politische Gemeinschaft immer mal wieder stellen. Eine Vereinfachung des Steuerrechts ist dringend erforderlich. Herr Professor Di Fabio, das Bundeskartellamt verbietet selbst nicht marktbeherrschenden Unternehmen, ihren Vertragshändlern, den Vertrieb der eigenen Produkte über reine Online-Plattformen zu untersagen. Halten Sie eine solche Einschränkung eigentlich für verfassungsgemäß? Haben Unternehmen kein Recht zu entscheiden, wo und wie ihre Produkte verkauft werden? Das Internet ist ein neuer Vertriebsweg. Klar, viele Menschen haben sich daran gewöhnt, genießen die Transparenz des Netzes. Aber es gehört zu den Entscheidungsfreiheiten eines Unternehmers, wie er sein Produkt vertrieben sehen will. Wenn man ein Luxusprodukt, wenn man ein beratungsaufwendiges Produkt nicht über den Versandhandel vertreiben will, dann muss das grundsätzlich ein Unternehmer frei entscheiden können. Hinzu kommt, wenn der Staat Unternehmen ins Internet geradezu zwingt, dann muss er sich fragen, ob er denn die Fairness des Wettbewerbs im Internet auch tatsächlich garantieren kann. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Deshalb habe ich damit Probleme. Jeder Unternehmer wird ohnehin das Internet als ein neues Medium der Wertschöpfung begreifen. Die Menschen nehmen das an und er wird von alleine dahin drängen, bis hin zum Verkauf von Automobilen ins Netz zu gehen. Es bedarf keines staatlichen Zwangs, diesen Weg als einzigen Weg oder als einen notwendigen Weg vorzuschreiben.